Willkommen zur 28. Vorlesung Gamm und Logik. Wir wollen heute viele Sachen schaffen. Wir haben ja auch nur noch insgesamt 3 Vorlesungen. Deswegen lasst uns loslegen. Ihr kennt alle schon eine Interpretation von konstruktiver Mathematik, nämlich die Realisierbarkeitsinterpretation. Das heißt, da stellt man sich ein Existenzquantum immer vor, als es gibt ein Computerprogramm, was das x irgendwie berechnen kann. Ihr kennt auch schon eine andere Interpretation, nur möchten wir die jetzt nochmal vertiefen, nämlich die Interpretation mit lokal gibt es eine stetige Funktion, die das x berechnet. Das ist eben die Interpretation, die einem automatisch die interne Sprache vom Topos der Gaben über einem Raum x liefert. Und das will ich jetzt am Beispiel des Zwischenwertsatzes nochmal kurz demonstrieren. Also sei x ein Parameterraum. Was ist ein Parameterraum? Damit meine ich einfach irgendeinen topologischen Raum oder Örtlichkeit, wenn ihr ein bisschen cooler drauf sein wollt, oder Topos, wenn ihr wisst, wie man dann die restlichen Sachen formuliert. Ich will damit aber nur andeuten, dass ich mir die Elemente von x als Parameter vorstelle. Ja? Aber es ist sonst ein ganz normaler Raum. Und dann nehme ich mir halt irgendeine stetige Abbildung von x kreuz r nach r. Das stelle ich mir vor als eine stetige Familie von lauter Abbildungen von r nach r. Je eine stetige Abbildung für jedes Element klein x aus groß x. Und in der Tat, aus Sicht des Gamm-Topos über x, können wir aus dieser stetigen Familie von Abbildungen wieder genau eine Abbildung machen. Also in diesem Gabentopos gibt es dann die einen induzierten Morphismus von der Gabe C der stetigen Funktionen in die Gabe C der stetigen Funktionen. Die hatten wir schon mehrere Male. Ne? Wir haben auch gesehen, dass sie ein Körper ist in einem gewissen Sinne. Und ich will den ganz explizit angeben. Wie sieht er aus? Naja, dazu müssen wir für jede offene Teilmenge u von x je eine mengentheoretische Abbildung von c von u nach c von u angeben. C von u war die Menge der stetigen reellwertigen Funktionen auf u. Das heißt, wir schicken so ein phi, so eine Abbildung von u nach r, auf irgendeine andere Abbildung von u nach r, und da fällt mir folgende ein. Wenn wir ein Element x aus u haben, können wir folgendes bauen: f von x, phi von x. So. Und ich habe schon angeteasert, das werden wir heute auch noch diskutieren, dass die Gabe C aus Sicht des Gabentopos eine ganz besondere Gabe ist, nämlich das ist genau die Gabe, die rauskommt, wenn man intern einfach versucht, die Menge der Dedekind-reellen Zahlen zu bauen. Das heißt, dieses C hat auch definitiv den Namen MathBBR verdient, weil es sich wirklich anfühlt wie die Dedekind-reellen Zahlen im Gabentopos. Aus Sicht des Gabentopos fühlt sich diese Familie von stetigen Abbildungen je eine für jedes Element des Parameterraums, also an wie eine einzige Abbildung von R nach R. Ja? Gut, und jetzt gibt es ein paar Sachen, die wir daran studieren können. Zum Beispiel folgendes. Die Stetigkeit von F, die ja vorausgesetzt war, führt zu zwei Effekten. Erstens, das, was wir hingeschrieben haben, ist überhaupt wohl definiert. Hier rechts dürfen ja nur stetige Funktionen von u nach r stehen. Aber in der Tat, diese Zusammensetzung ist stetig, weil ja f stetig ist. Aber sie führt noch zu mehr. Wir müssen diesem Morphismus hier auch noch einen Namen geben. Nennen wir den vielleicht, keine Ahnung, f quer oder so. Führt dazu, dass f quer wohl definiert. So. Und mehr noch, aus Sicht vom Gabentopos punktweise stetig ist. Was meine ich damit? Ich meine damit folgendes: Man kann ja hinschreiben, wann eine Funktion punktweise stetig ist, einfach aus der Analysis 1 Definition nochmal nachschlagen und dann diese Aussage in der internen Sprache vom Gabentopos interpretieren.
Und wenn man das extern übersetzt, wird man sehen, dass was Wahres rauskommt. Das behaupte ich jetzt einfach, beweise ich jetzt nicht, ist eine schöne Aufgabe, wenn man das machen möchte. Ich will auf den Zwischenwertsatz hinaus. Deswegen möchte ich als nächstes mal so kleiner und größer irgendwie interpretieren und schauen, was das dann eigentlich bedeutet extern. Also das ist ja eine der Voraussetzungen vom Zwischenwertsatz. Und wir wollen mal schauen, was die jetzt bedeutet. Da fällt uns mehres auf an Sachen, die noch nicht definiert sind momentan. Zum Beispiel das Kleinerzeichen. Momentan nicht definiert, ja. Also wann möchten wir zwei Schnitte von C kleiner nennen? Das müssen wir jetzt kurz definieren. Also für Phi und Psi aus C von U definieren wir. Phi gilt als kleiner als Psi. Genau dann, wenn Phi von X echt kleiner als Psi von X ist, für alle X aus U. Das kleine Zeichen hier ist das ganz normale von den reellen Zahlen. Genauso könnten wir kleiner gleich definieren. Dann stünde hier halt kleiner gleich und dann hätte ich, da stünde es das auch und hier auch. Ja? Also da gibt es dann gar keine Überraschung. Das zieht sich einfach punktweise durch. Ich tue das mal versuchen anzudeuten hier. Das könnte auch kleiner gleich sein und dann haben wir auch hier ein kleiner. Wenn euch fragt, was gerade offiziell abgeht, offiziell haben wir Folgendes. Ich verwende hier ein Relationssymbol. Was waren noch einmal die Relationssymbole in der internen Sprache? Das waren, die waren gegeben durch Untergaben von Produktgaben. Das heißt, hier im Hintergrund, diese Definition, die führt dazu, dass eine gewisse Untergabe von C kreuz C definiert wird. Und wenn ihr wollt, schreibe ich die mal kurz hin, ja, damit ihr das ganz, ganz sauber habt. Also das definiert folgende Untergabe von C kreuz C. Das ist eine Gabe, also muss ich sagen, was sie auf jeder offenen Menge macht, auf U. So, und was sollen die Schnitte auf U sein? Das sollen Paare sein, Phi Psi, aus C von U kreuz C von U, sodass eben Phi kleiner als Psi ist, in dem Sinne, wie es dort definiert war. Und jetzt sind wir ganz offiziell in dem Kontext, wie wir es eingeführt haben. Eine andere Sache müssen wir noch einführen, nämlich was ist die minus 1? So. Die minus 1 muss also gemäß unseren Konventionen irgendein globaler Schnitt von der Gabe C sein. Also ein gewisses Element aus C von X. Das muss also eine gewisse, stetige, reellwertige Funktion auf x sein. Welche nehme ich da? Naja, die Funktion, die x auf minus 1 konstant abbildet. Okay, und jetzt können wir uns anschauen, was das bedeutet mit der Kripke-Joyal-Semantik. Das ist jetzt auch nicht weiter schwer, weil hier kommen ja gar nicht irgendwelche Quantoren noch vor oder so, die dann mehrere Bühnenwechsel nötig machen würden. Sondern wir können das eigentlich nur nochmal abschreiben. Wir müssen halt die Definition von dem f quer einsetzen. Also das heißt, f von x, phi von x, also minus 1 von x, also minus 1, ist kleiner als, und das ist die Nullfunktion, 0 für alle x aus x. Und analog für größer. Momentan sind diese Definitionen, die in Orange und Blau dran stehen, ad hoc. Ich habe die jetzt einfach so definiert. Da steckt aber in Wahrheit mehr dahinter. Denn habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, man kann ja auch einfach intern die Dedekind-reellen Zahlen bauen.
Dafür hat man die ganz normale kleine Relation, so wie man die halt in konstruktiver Analysis formuliert. Und dann kann man sich überraschen lassen, was die externe Bedeutung dann von der kleinen Relation sein wird. Und das wird dann genau das sein, was ich hier einfach ad hoc definiert habe. Also da steckt schon einen Sinn dahinter. So, und was heißt jetzt die Aussage, dass eine Nullstelle existiert? Es existiert ein, keine Ahnung, Phi von C, sodass f quer von Phi 0 ist. Naja, mit der Kripke-Jouillard-Semantik müssen wir diesen Existenzquantor übersetzen. Das führt dazu, dass wir zu einer Überdeckung übergehen müssen. Also das heißt, es gibt eine offene Überdeckung von x durch ganz viel offene ui, sodass für jedes i aus dieser Indexmenge je ein Element phi aus c von ui mit. Und wenn wir langsam sind, schreiben wir jetzt nochmal das hin. Phi. Aber wir können das auch gleich ausformulieren, was das bedeutet. Das bedeutet, dass f von x, phi von x 0 ist für alle x aus dem UI. So, und der Zwischenwertsatz, der würde uns ja erlauben, aus der internen punktweisen Stetigkeit und dieser internen Bedingung und der analogen Bedingung mit größer, diese interne Konsequenz zu folgern. Wir wissen, der Zwischenwertsatz in dieser Formulierung ist nicht konstruktiv nachweisbar und das würde ich jetzt gerne mal demonstriert sehen. Ich will jetzt nicht eine Gegenbeispielfunktion f quer angeben oder sowas, die nicht funktioniert. Das könnt ihr in einer Übungsaufgabe machen. Aber ich will euch zeigen, was es bedeuten würde und dann merkt ihr selbst schon, dass die Behauptung unsinnig ist. So, die Behauptung lautet nämlich nicht, dass für jeden Parameter x aus dem Parameterraum jeweils irgendeine Zahl existiert, die man da hinten reinschreiben könnte, sodass das da Null ergibt. Sondern die Behauptung lautet, man kann diese Nullstellen lokal auf stetige Art und Weise wählen. Es gibt eine Überdeckung, sodass auf jedem UI eine Zuordnung existiert, eine stetige Zuordnung, die steckt eben in diesem Phi drin, die den entsprechenden Parameter aus UI abbildet auf eine passende Zahl, sodass das genau eine Nullstelle wird. Und wie sehen wir jetzt, dass das eine schwachsinnige Aussage wird? Der Graph war schon mal dran gestanden. Das ist ein Koordinatensystem. Hier ist minus 1, da ist plus 1, jetzt irgendeine Funktion. Und zwar halt zum Beispiel diese Funktion. Die ist stetig. Wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte, wäre sie sogar unendlich oft differenzierbar. Sie hat da ganz, ganz viele Nullstellen. So, das soll ein Ausschnitt aus der Funktion f sein. Das ist vielleicht f für den Parameter 0. Und dann gehören zu dieser Familie aber noch weitere Funktionen, wenn wir den Parameter leicht variieren. Vielleicht diese hier, das wäre vielleicht f von 0,1. Ja? Und eine dritte wäre vielleicht so. Das wäre vielleicht f von minus 0,1 oder so. Ja? Eine stetige Familie von lauter Abbildungen. Die Voraussetzung, die hier steht, führt dazu, dass bei minus 1 bzw. bei plus 1 der Funktionswert immer negativ oder positiv ist. Also genauso, wie es sein soll. Deswegen könnten wir auf jede einzelne Funktion aus dieser Familie den klassischen Zwischenwertsatz anwenden, wenn wir an ihn glauben, und würden dann jeweils sehen, dass es Nullstelle gibt. Die kann ich auch in der Tat einzeichnen. Hier sehe ich zum Beispiel eine
Und bei der blauen Funktion sehe ich auch eine. Und bei der grünen Funktion glaube ich, über Apfelbaum endlich viele Nullstellen zu sehen. Ja, ein ganzer Streifen dort. Aber jetzt schauen wir uns mal an, ob das möglich ist, zu wählen. Und ich denke nicht. Ja? Jede Überdeckung von dem Parameterraum x, so wie das jetzt hier gezeichnet, angedeutet ist, ist also der Parameterraum x hier irgendwie die reellen Zahlen. Jede so eine offene Überdeckung enthält ja, hat ja auch ein Mitglied, eine offene Menge, in der dann die Null eben drin liegt. Es muss also eine Funktion phi geben, in einer kleinen Umgebung um die Null definiert, die immer richtige Nullstellen berechnet. Und wir sehen, sowas ist nicht möglich. Diese Funktion muss ja insbesondere den Funktionswert bei 0 haben, also phi von 0 muss definiert sein. Und damit das aufgeht, müsste es irgendeine dieser Nullstellen sein. Vielleicht ist es die ganz links. Aber wenn man jetzt halt in phi nicht 0 reinsteckt, sondern leicht andere Parameterwerte, dann müssten trotzdem noch Nullstellen rauskommen von eben der leicht anderen Funktion. So wie das ich das mal hier gemacht habe, wäre das noch möglich, wenn man den Parameterwert ein bisschen nach oben hochschraubt, weil dann ist die entsprechende blaue Kurve ja, hier so weiß, leicht versetzt nur und dann ist die andere Nullstelle recht in der Nähe und ich nehme an, das könnte man stetig hinkriegen. Aber man könnte ja auch den Parameterwert ein kleines bisschen verniedrigen, das ist ja dann auch in der offenen Umgebung von der Null drin. Und dann ist halt die einzige Nullstelle, die die Funktion dann hat, ganz rechts. Und dann ist es ein Riesensprung von ganz links nach ganz rechts. Und wenn ich davon ausgegangen wäre, dass phi von 0 nicht hier liegt, sondern irgendwo anders, eine der anderen Stellen ist, dann hätte ich wieder ein Problem gehabt. Entweder wieder mit der roten Kurve oder wieder mit der blauen. Ja, also Nullstellen, die Position von Nullstellen, die ist nicht stabil in Familien. Im Sinne von, in einer stetigen Familie kann ich nicht die Nullstellen stetig variieren lassen. Nicht immer. Und daher ist der Zwischenwertsatz falsch. Daher kann ich den nicht konstruktiv zeigen. Das ist, was ich meine. So, und jetzt gab es ja noch eine andere Fassung vom Zwischenwertsatz. Eine, die wir schon konstruktiv zeigen konnten. Nämlich mit diesen Epsilons. So, keine Ahnung, ich schreibe jetzt mal ein Hundertstel hin. Mit kleiner oder kleiner gleich, das tut nichts zur Sache. Sobald ich die Aussagen ausschreibe mit für alle Epsilon und dann hinten kleiner gleich Epsilon schreibe, spielt es keine Rolle mehr, ob ich kleiner gleich oder kleiner habe, weil das eine impliziert das andere trivialerweise und andersrum kriege ich es hin, wenn ich die Voraussetzung mit Epsilon halbe oder 9/10 Epsilon verwende oder so. Ja? Das bedeutet dann, es gibt eine offene Überdeckung x, Vereinigung über die UI, sodass für jedes i je eine Funktion phi aus CUI existiert mit folgender Eigenschaft. Ich schreibe es gleich fertig aus. So dass diese Abschätzung gilt. Ich verwende dabei bekanntes Wissen, also für mich bekanntes Wissen über die Betragsfunktion. Ich verwende die externe Bedeutung der internen Betragsfunktion, gerade die punktweise Anwendung der gewöhnlichen Betragsfunktion. Also das muss man auch einmal nachrechnen oder man definiert das halt so. Ja? Momentan könnt ihr es noch nicht nachrechnen, weil ich euch nicht gesagt habe, wie man Konstruktionen in Topoi ausführen kann, außer Potenzmengen und HOM. Das kommt jetzt aber gleich und dann könnt ihr das alles nachrechnen. Okay, und solche beinahe Nullstellen, also Stellen, wo die Funktion im Betrag höchstens ein Hundertstel ist, die lassen sich schon stetig finden in stetigen Familien von Funktionen. Da muss ich halt meine offenen Mengen klein genug machen und dann sehe ich die Funktion, wenn hier eine echte Nullstelle war, dann variiert die Funktion darum nur wenig, weil die ganze Familie stetig war und dann bleibe ich also in der bis auf ein Hundertstel quasi Nullstelle. Die einzige Sorge, die man jetzt noch haben könnte, wäre, was ist, wenn die Funktion vielleicht nicht so verläuft wie das Grüne hier, sondern ein bisschen anders, vielleicht so. Also hier ist sie
bei minus 1 ist sie auf jeden Fall negativ, muss sie auch sein. Hier oben kommt sie positiv raus, muss ja auch sein. So, jetzt hat sie hier irgendwie eine Nullstelle. Und jetzt hat sie so ein Plateau, und zwar genau auf der Höhe ein Hundertstel. Jetzt könnte man denken, dass es sicherlich nicht möglich ist, aus genau denselben Gründen wie eben, eine stetige Funktion phi zu finden, die dann hier also irgendwie eine dieser 100stel Nullstellen findet, sodass das stabil wäre in der Familie, also für alle x aus dem entsprechenden i. Und dann, wenn man dieser Meinung ist, dann hat man ein Paradoxon gerade in seinem Kopf, ne? Weil andererseits weiß man ja, dass der Zwischenwertsatz in dieser Variante konstruktiv beweisbar ist und dass der eben das bedeutet. Also muss irgendwas faul sein. Was ist faul? Es stimmt schon, diese Funktion phi, die darf jetzt nicht so beschaffen sein, dass sie eine von diesen 100stel Nullstellen sich aussucht für ihren Wert an der Stelle 0. Die weiße Kurve war ja, oder das sollte jetzt eine neue grüne Kurve sein, die hat den Parameterwert 0. Weil diese Stellen sind alle nicht stabil unter Verwackeln. Wenn ich dann noch ein bisschen, wenn ich den Parameter ein bisschen ändere, dann bin ich dann vielleicht hier schon noch ein bisschen höher als ein Hundertstel. Bin ich ein 99stel oder sowas. Und dann also müsste ich unstetig springen. Aber die Auflösung ist auch ganz einfach. Es ist ja gar nicht gesagt, dass die Phi-Funktion unbedingt diese doofen Werte hier ansteuern muss. Sie kann ja genauso gut auch Phi von 0 auf diese Nullstelle setzen. Und leichte Variationen davon werden immer noch beinahe Nullstellen sein. Also ist schon kein Widerspruch in dem ganzen Gebäude drin. Keiner, der bekannt wäre. Es kann sein, dass Mathematik inkonsistent ist. Dann ist ein Widerspruch drin, aber keine neuen. Okay. Ein Ziel wirklich für mich auch von der Vorlesung ist, dass ihr diese zwei Deutungen von konstruktiver Mathematik immer abrufen könnt. Die eine war, ein Computerprogramm kann ein Zeugen berechnen. Die andere ist, in Familien variiert das Ding stetig. Und mit diesen beiden Vorstellungen kann man auch von allen möglichen Fragestellungen sehr schnell überschlagen, ob das vermutlich konstruktiv beweisbar ist oder nicht. Vom Zwischenwertsatz in der naiven Formulierung kann ich eben dank dieser Skizzen sofort überschlagen, dass der keinen konstruktiven Beweis haben kann. Und es ist dann sehr mächtig, wenn man weiß, wenn man eben sofort sowas überschlagen kann. Das ist auch einfach mächtig für die praktische Arbeit in klassischer Mathematik. Denn wenn ich von vornherein ein Gespür dafür habe, ob die Aussage konstruktiv oder konstruktiv beweisbar sein wird oder nicht, dann weiß ich ja von vornherein, ob ich in meinem Beweis irgendwann mal Beweis durch Widerspruch verwenden muss. Wenn ich dagegen weiß, es ist konstruktiv beweisbar oder zumindest stark glaube, dann kann ich ja gleich einen ganzen Beweisansatz ignorieren. Bin damit viel, viel schneller. Ja, also daher kann das ein Vorteil sein. Gibt es Fragen zu diesem ausführlichen Beispiel? Dann lasst uns lernen, wie wir noch weitere Konstruktionen in Topoi durchführen können. Also, wenn ihr euch erinnert, wir hatten am Anfang die Kripke-Jura-Semantik, dann haben wir sie erweitert, damit wir über Potenzsorten und Homm-Sorten sprechen können. Jetzt erweitern wir sie nochmal. Ja? Da will ich jetzt nicht viel Zeit drauf verwenden, sondern euch einfach stromlinienförmig angeben, wie die Erweiterung aussieht. Und sobald ihr das eben wisst, habt ihr jetzt viel mehr Möglichkeiten in der Hand, um intern Mathematik zu betreiben, weil ihr ab in wenigen Sekunden zum Beispiel das Produkt von zwei Sorten intern bilden könnt. Also sind x und y Sorten, so soll auch x kreuz y eine Sorte sein. Und wir schreiben jetzt auch gleich an der Stelle schon dazu, was dann die externe Interpretation sein muss, damit dann alle Aussagen gelten, die man so erwartet. Die externe Interpretation wird folgende sein. Wir interpretieren halt die Sorten x und y.
Da kommen dann irgendwelche Gaben über unserem Situs raus, der hier die ganze Zeit im Hintergrund versteckt ist. Und das Produktzeichen hier ist dann halt das kategorielle oder das kartesische Produkt von Gaben. Das hatten wir auch schon, das ist einfach durch das objektweise kartesische Produkt in Mengen gegeben. Gut. Dazu in dieser Situation soll es neue Funktionssymbole geben oder Termkonstruktoren, je nachdem, wie ihr das seht, kann man umrechnen. Dazu soll es Termkonstruktoren einmal first und second für Terme S im der Sorte x kurz y geben. Die sollen halt auf die beiden Komponenten projizieren und die Interpretation. Second sollte wahrscheinlich Term von Sorte y. Ja, danke. Danke, sehr gut. Und die Interpretation soll folgende sein: First von S soll sein. Naja, wir interpretieren S auf der versteckten Stage U, dann kommt also irgendein Element raus von der Produktgabe auf U. Wir wissen, wie die gegeben ist, nämlich einfach durch das kartesische Produkt der zugrunde liegenden Schnittmengen. So. Und da die Elemente davon sind also Paare im herkömmlichen Sinne. Und wir können die herkömmliche First-Funktion anwenden. Die, die man in der LA1 lernt und die halt aus einem Pärchen die vordere Komponente extrahiert. Und analog können wir Second extern verstehen, indem wir das gewöhnliche Second verwenden. Und dann gönnen wir uns Axiome. Nämlich zum Beispiel folgendes Axiom. Ah, wir brauchen noch einen Termkonstruktor, um ein Paar zu bilden, ja? Weiterer Termkonstruktor. So. Für Terme von diesen Sorten. Das sind jetzt spitze Klammern, weil ich Paare für mich persönlich ganz gerne mit spitzen Klammern mache. Aber ist auch recht egal. Die Interpretation soll wie folgt sein. Naja, wir interpretieren den Term x. Da kommt irgendein Schnitt aus von der Gabe x raus. Wir interpretieren den anderen Term und bilden dann das ganz normale Paar aus den beiden Dingen. Wenn ich konsequent wäre, würde ich hier auch spitze Klammern schreiben, aber ihr seid auch einfach erwachsen. Ihr könnt selbst entscheiden, welche Klammern ihr verwendet. So, und Axiome, zwei Stück. Einmal wollen wir haben für alle x aus x und für alle y aus y. Tut mir leid, ich will erst das andere Axiom bringen. Für alle p von x kreuz y will ich, dass p dasselbe ist wie das Paar bestehend aus dem ersten Eintrag von p und dem zweiten Eintrag von p. Und dann brauchen wir noch so eine Eindeutigkeit. Also für alle x und x' aus x und für alle y und y' aus y, wenn xy gleich x-y- ist, dann soll auch x gleich x' sein und y gleich y'. Das ist eine Abkürzung einfach für zwei Universalquantoren hintereinander. Also das ist das, was ich von einem Paartyp erwarte. Wenn ihr schon ein bisschen kategoriell drauf seid, dann wisst ihr, was der ultimative Test ist
für einen Vorschlag, was angeblich Produkte sind, nämlich dass man nachrechnet, dass die universelle Eigenschaft von Produkten erfüllt ist. Und mithilfe von diesen externen Interpretationen, so wie wir es jetzt definiert haben, könnte man auch nachrechnen in der internen Sprache, dass diese neue Sorte, die wir jetzt x kurz y nennen, dass die wirklich ihren Namen verdient hat, in dem Sinne, dass die universelle Eigenschaft für Produkte in Z erfüllt ist. Es gibt noch ein ganz kleines Problem damit, nämlich just jetzt könnt ihr das nicht nachrechnen, weil die universelle Eigenschaft fängt ja an mit für alle Mengen T und für alle bla 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 gibt es dann genau ein bla bla bla. Aber wir wissen momentan nicht in der internen Sprache, wie wir für alle T, groß T, für alle Mengen, wie wir die unbeschränkte Quantifikation umsetzen sollen. Ja, das war diese Erweiterung der Kripke-Jarl-Semantik hin zur Stack-Semantik durch Mike Schulman, die überhaupt nicht schwer ist, aber die ich halt jetzt gerade momentan nicht angebe. Bitte. Aber wir könnten schon durch so einen externen Altvankantor testen. Mit einem externen Altvankantor, genau das könnte man testen. Dann käme auch eine wahre Aussage raus. Aber du willst ja schon... Ich würde es schon intern machen, ja. Ja. Aber wenn ich mir so unendliche Formeln erlaube, also wenn ich ein Oder mache, ja. Dann sage ich jetzt nämlich die Menge aller Gaben. Ja. Dann kann ich es schon ausdrücken, oder? Dann kannst du es ausdrücken, richtig, aber dann hast du... Formel. Genau. Also der Vorschlag ist gerade, dass man das versucht wie folgt nachzurechnen. Also idealerweise so, für alle T und für alle möchtegern Projektionen First Schlange von Hom TX, von T nach X und für alle möchtegern zweiten Projektionen von Hom TY. So, und jetzt geht's weiter, gibt es genau ein, bla bla bla. So, das wäre der Idealfall. Momentan wissen wir nicht, wie es geht. Und Matthias' Vorschlag ist, das zu ersetzen. Das Vordere, was wir nicht wissen, durch eine große Konjunktion. Ne? Ja? Universelle Eigenschaft ist für mindestens ein Objekt erfüllt. Richtig geil. Für alle Garben T über dem Situs C, der die ganze Zeit versteckt dabei ist. Das könnte man machen. Nur hätte man dann immer noch nicht alles abgegrast. Denn viele interessante Garben lassen sich ja nicht auf ganz C definieren, sondern nur auf C/U. Die richtige Stack-Semantics von Mike würde das automatisch richtig machen, dass dieser für alle Quanto übersetzt wird zu erstmal lass die Stage affinern, also für alle V nach U, wobei U unsere momentane Stage war, V ist dann die neue, und dann für alle Garben auf V gilt. Das ist hier momentan nicht drin. Du könntest einen Ausweg versuchen, nämlich du könntest sagen, na gut, und dann mache ich hier die Konjunktion nicht nur über alle Garben über C, sondern über alle Garben über C und all den Scheibensieten. Aber dann darfst du das T rechts nicht nennen. Weil wir uns immer noch auf der Stage X befinden und da müssen nur Garben auf der Stage Top oder 1, im terminalen Objekt oder was auch immer halt unsere Stage war, da befinden wir uns noch. Und da können wir nicht einfach Garben hinschreiben, die auf kleineren Stages definiert sind. Aber natürlich kommt das der universellen Eigenschaft schon sehr nah. Aber sehr nah hilft nicht. Wir wollen wirklich Mathematik drin betreiben und nicht irgendwie semi-extern arbeiten. Das zweite Axiom wirklich? Das da? Ich glaube schon, dass wir das zweite Axiom brauchen. Warum glaubst du? Also ich meine, ich kann diese Äquivalenz folgern aus dem ersten Axiom. Ja, dann sag mal. Je nachdem, wie stark wir halt Gleichheit definieren. Ich meine, mit der normalen Standard ja. Natürlich absolut ist. Ja. Okay, ich sage, ich wenn x gleich, ich nehme die linke Seite an. Ja. Und dann muss auch first von der linken Seite gleich first von der rechten Seite sein. Ja, genau. Ja, oh, jetzt hast du das Lemma verwendet, dass first von einem Paar wirklich aus interner Sicht auch die vordere Komponente gibt. Das ist korrekt. Ich schreibe das Lemma kurz hin. Für alle x aus x und für alle y aus y ist first von dem Tupel x, y gleich x. Und wir könnten auch noch genauso gut weiterschreiben. Second, so. Ja? Die externe Übersetzung davon stimmt, aber das hatte ich nicht als Axiom aufgeschrieben, deswegen kannst du es nicht verwenden, wenn du einen rein axiomatischen Beweis liefern willst. Wieso folgt das nicht aus dem ersten? Weil, nee, du hast first auf beide Seiten angewendet. Und dann, ist so völlig okay, aber dann hast du halt first von einem Pärchen dran stehen und dazu hast du keine Vereinfachungsregel. Okay. Ja. Also so geht's nicht. Ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass wir darüber jetzt geredet haben, denn ich finde es schöner, dieses Axiom und dieses Axiom zu nehmen und das zweite dann zu folgern aus den anderen beiden. Aber folgt das dritte ja. Aus diesem zweiten? Also war es gerade
Ich glaube schon. Prüf das mal. Doch, ich glaube schon, oder? Denke ich jetzt nicht drüber nach. Aber denk du mal drüber nach und gib uns in 30 Sekunden Bescheid. 29, 28, 27. Okay, wir müssen noch Co-Produkte machen. Sind X und Y Sorten? So ist oder so soll X disjunkt gemacht Y, disjunkt gemachte Vereinigung, eine Sorte sein. Und die externe Interpretation ist folgende. So. Diesmal ist dieses Zeichen auf der rechten Seite ein bisschen schwieriger. Das ist das Koprodukt in dem Gabentopos, über dem wir uns befinden. Und das kann ich noch fertig ausrechnen. Das A hier ist der Garbifizierungsfunktor. Wenn wir das heute gut hinkriegen, alles mit der Zeit, dann können wir auch noch lernen, wie der gemacht ist. Und wir können das auf eine coole Art und Weise lernen, die, soweit ich weiß, nur in zwei Quellen überhaupt aufgeschrieben wurde, obwohl es eine sehr, sehr schöne Art und Weise ist, die diese Doppel-Kolimis-Konstruktion, die manchmal euch schon kennen, von der Plus-Konstruktion völlig vermeidet. Also das wäre ganz nice, wenn ihr das machen würdet. Jedenfalls ist das der Garbifizierungsfunktor. Der nimmt eine Prägabe, also genau dasselbe wie eine Gabe, nur dass es eben nicht dieses Gabmaximum erfüllt, und macht eine Gabe draus auf möglichst ökonomische Art und Weise. Das ist der linksadjungierte zum Vergissfunktor von der Kategorie der Gaben in die Kategorie der Prägaben. Okay, und von welcher Prägabe jetzt? U wird abgebildet auf, und jetzt mache ich einfach das Naive. Ich nehme diese Menge und tue sie disjunkt vereinigen mit dieser Menge. Es ist halt so, dass diese Zuordnung, die da steht, dass die dummerweise keine Garbe definiert in den allermeisten Fällen. Schon wenn der Situs C trivial war, in dem Sinne, dass als Überdeckung nur Identitäten gegolten haben. Aber in allen interessanten Fällen wird diese Zuordnung hier leider keine Garbe sein. Das Gabmaximum wird fehlschlagen, Übungsaufgabe. Und dann muss man nochmal nachgabifizieren, damit es erstmal überhaupt Sinn ergibt, weil es muss ja wieder eine Gabe rauskommen, weil Interpretationen von Sorten sind immer Gaben. Und auch damit dann alles stimmt, was wir erwarten. Was ich jetzt nicht angeben werde, ist, sind die entsprechenden Termkonstruktoren und so weiter, die wir für die disjunkt gemachte Vereinigung brauchen. Also sowas wie, dass wir einen Termkonstruktor haben, wo wir einen Term der Sorte X einsetzen können und dann kommt ein Term der Sorte X Koprodukt Y raus. Na, halt die Injektion des ersten Summanden, dann die Injektion des zweiten Summanden und dann auch wieder Axiome. Ich will vielmehr noch eine dritte Konstruktion angeben, nämlich für Quotientenbildung. Ist X eine Sorte und ist Schlange eine, ja, oder sagen wir R, ja, klein R, Entschuldigung, und ist klein R ein Term der Sorte Potenzsorte von X kreuz X? So soll X slash R eine Sorte sein. Und was ist die Interpretation davon? Also da kommt wieder eine Gabe raus, muss er. Das Naive, was ich jetzt gleich hinschreiben werde, ist leider keine Gabe, deswegen muss ich wieder gabifizieren. Und wir machen Folgendes. Auf einem Objekt des Situs bilden wir das ab zu so, wir interpretieren erstmal die Gabe x und setzen u ein. Das ist dann eine Menge. Und jetzt teilen wir aus dieser Menge eine Relation raus. Und zwar welche?
Also schreibe ich jetzt die Relation direkt hin. Ja? Die besteht dann so aus Paaren von Schnitten. S und S' sind beide Elemente von dieser Menge. Und ich sage jetzt, wann die in Relation zueinander stehen sollen. Nämlich dann, wenn es auf U stimmt, dass das Paar S, S' ein Element ist von R. Und dann die Gabifizierungsklammer zu. Das sollen jetzt spitze Klammern sein für das interne Paar. Das ergibt dann auch Sinn, ja? Weil R ist ja ein Term der Sorte P von X kreuz X. Das heißt, aus interner Sicht besteht R, ist R eine Menge, die aus lauter Pärchen besteht. Und jetzt will ich halt hier die Bedingung hinschreiben, dass dieses Pärchen drin liegt. Welche Bedingungen habe ich vergessen hinzuschreiben? So ergibt es keinen Sinn. In der LR1, wenn ich Quotientenmenge kennenlerne, x/Relation, was muss ich dann fordern von der Relation? Dass sie eine Äquivalenzrelation ist. Das habe ich hier nicht gefordert. Es war trotzdem alles richtig, was ich gemacht habe. Denn was man in der LR1 nicht erzählt, ist, dass man gar nicht hier nach dem Slash unbedingt eine Äquivalenzrelation hinschreiben muss. Man kann auch irgendeine Relation hinschreiben. Ist es dann so gemeint, also wozu, bezüglich was wird dann die was rausgeteilt, ja? Also das sind dann die Äquivalenzklassen bezüglich der erzeugten Relation, der erzeugten Äquivalenzrelation. Ja, also jede Relation, die noch keine Äquivalenzrelation ist, können wir abschließen, sodass sie eine Äquivalenzrelation wird, indem wir zum Beispiel all die Reflexivitätspärchen S, S dazu nehmen und indem wir was für Transitivität machen. So Dächer bauen. Ja? Und dann kann ich dann kann ich die normale Konstruktion aus der LR1 verwenden. Was ich auch machen kann, wenn ich ein bisschen kategorieller drauf bin, ich schreibe das hier als Kodifferenzkern. Und dann weiß ich, in der Kategorie der Mengen existieren die immer, egal ob das vordere eine Äquivalenzrelation war oder nicht. Das Ergebnis wird genau dasselbe sein. Also jedenfalls, das kann ich alles machen. Und auch hier müsste ich jetzt wieder Axiome angeben und so weiter, was ich nicht tue. Also weil das einfach nochmal 20 Minuten brauchen wird oder so und unterm Strich nicht so erhellend ist. Ihr könnt euch einfach darauf verlassen, dass ich diese internen Sorten, die wir jetzt geschaffen haben, Produkt, Koprodukt und Quotientenmenge, dass die sich genauso verhalten, wie man es sonst erwartet, wie man es in seiner LR1-Ausbildung gelernt hat. Eine Konstruktion möchte ich aber noch angeben, und das ist die für natürliche Zahlen. Wenn wir die dann nämlich noch haben, dann können wir mit all den Konstruktionen, die wir jetzt insgesamt kennengelernt haben, jede Menge mathematischer Objekte intern konstruieren. Also, es soll eine Sorte n geben. Und die Interpretation soll sein, irgendein NNO-Objekt des Topos, um den es geht. So, was ist ein NNO-Objekt? NNO steht für Natural Numbers Object. Und ich merke gerade, das Minus-Objekt, Bindestrich-Objekt ist überflüssig, gell? Weil das ist schon das O, also ein NNO von dem Gabentopos. Was ist ein NNO? Ich will jetzt nicht genau die Axiome hinschreiben, weil wir das gleich noch vereinfachen für die uns wichtigen Topoi. Aber man kann halt allgemein definieren, für fast jede Art von Kategorie kann man definieren, was ein NNO sein soll in dieser Kategorie. Das soll also, das drückt irgendwie aus, dass das Objekt das leistet, was wir von den natürlichen Zahlen erwarten. Insbesondere, dass man durch Rekursion Abbildung aus dem Ding herausfindet.
definieren kann. So, und das ist halt irgendeine Liste von Axiomen, ja. Auch insbesondere für theoretische Informatiker eine sehr, sehr interessante Liste, weil das mit der Theorie der Datentypen und initialen Algebren über Funktoren zusammenhängt und so weiter. Aber jedenfalls können wir das auch super gut vereinfachen. Ich gebe das Ergebnis nämlich einfach an, in dem Fall, dass C ein Gabentopos, ein Situs ist von einem topologischen Raum. Da wird es die Garbe n unten strichen, also die konstante Garbe n. Zur Erinnerung, auf eine offene Teilmenge u hatte die Schnitte alle Funktionen von u nach n, welche lokal konstant sind. Ist gerade die Frage, ob ich mit topologischer Raum Locale meine. Natürlich meine ich Locale, und also Örtlichkeit, und natürlich meine ich Topos damit, wenn man möchte. Aber dann muss man es aber richtig interpretieren, gell? Ja, weiß nicht. Also was jetzt? Aber können wir, also wenn ich keinen Scherz machen soll, dann meine ich mit topologischer Raum topologischer Raum. Aber ich kann halt, wenn ich einfach schon hinreichend wenig Angst habe, kann ich sagen, Moment mal, diese Setzung macht doch genauso Sinn für Örtlichkeiten x. Dann muss ich, damit meine ich dann halt ein, also ich kann das zum Beispiel umschreiben als, statt Lokalkonstant schreibe ich, phi soll stetig sein, und dann versehe ich n mit der diskreten Topologie. Das läuft dann auf genau dasselbe hinaus. Und jetzt kann ich einfach sagen, Örtlichkeitsmorphismen von der offenen Unterörtlichkeit, die durch u gegeben ist, in die diskrete Örtlichkeit n. Und wenn ich noch weniger Angst habe, dann kann ich auch sagen, es genügt mir, wenn x ein Topos war, dann muss ich kurz überlegen, was dann die Kategorie der offenen Mengen von dem Topos sein soll. Das ist wieder der Topos selbst mit seiner kanonischen Topologie, für die Leute, die wissen, was ich damit meine. Und dann sind das halt geometrische Morphismen von dem Scheibentopos in den Topos der Gaben über n. Ja, weil so mache ich ja aus einer Örtlichkeit einen Topos. Und dann ist also im Wortlaut alles richtig, was ich hier geschrieben habe. Ja. Ja. Was ist, wenn n durchstrichen einfach die sogenannte konstante Gabe ist? Ja, das dann, ja, das ist okay. Das ist einfach für jeden Situs okay? Oder? Ja, das ist, also, aha, das heißt, du willst quasi, dass ich das so mache. Ah ja. Ja, genau. Ja, genau, dieses gleiche Zeichen ist jetzt okay, solange unser Topos ein Grothendieck-Topos ist, also ein Topos von Gaben über einem Situs. Das hast du jetzt hingeschrieben. Das habe ich sowieso da schon hingeschrieben, genau. Und wir haben ja nie offiziell eingeführt, was ein Topos ist, der kein Grothendieck-Topos ist. Deswegen für uns gilt es immer, das gleiche Zeichen. Nur damals, als wir konstante Gaben eingeführt haben, habe ich nicht gespoilert, wie denn die Definition, die Konstruktion wirklich von einer konstanten Gabe aussieht, für den Fall, dass es irgendein komischer Situs ist. Aber es wäre richtig. Gut. Ende der Spracherweiterung. Jetzt können wir ein paar Beobachtung darüber anstellen. Also zum Beispiel kann man ja intern jetzt auch Z bauen. Damit meine ich Folgendes. Man schaut nochmal in sein LR1-Skript schaut sich da an, wie man die ganzen Zahlen bauen kann, wenn man die natürlich schon hat. Das geht zum Beispiel als die Menge der Pärchen und dann eine Äquivalenzrelation rausteilen. Wie bei Kontoständen, wenn ich da separat einen Guthaben und einen Schuldenstand habe, ja, da sage ich, ein Pärchen A, B, C ist als Äquivalenz und ein Pärchen zu C, D, wenn D-A dasselbe ist wie B-C oder sowas, halt richtig formuliert, sodass ich ausdrücke, dass es nur um die Differenz geht. Und dann kann ich mich überraschen lassen, was denn diese Konstruktion, wenn ich sie intern ausführe, aus externer Sicht gibt. Und wenn ich das Geschenk öffne, dann sehe ich, das wird Folgendes geben. Also wenn ich aus interner Sicht die ganzen Zahlen baue, über eine der mehreren Möglichkeiten, die auch konstruktiv Sinn ergeben, dann kommt die konstante Gabe Z raus. Genauso, wenn ich intern die rationalen Zahlen baue.
aber nicht genauso, wenn ich intern die reellen Zahlen bilde. Das gebe ich jetzt nur an in dem Fall, dass der Situs einer ist, der vom topologischen Raum her stammt. Das mache ich aber vor allem wieder nur aus Bequemlichkeit, nicht weil ich es machen müsste. Und dann kann man folgende beiden Beobachtungen anstellen. Also wenn ich intern anfange, die Dedekind-Zahlen zu bauen, entweder als die Menge der Dedekindschen Schnitte oder als die Menge der Cauchy-Prozesse modulo Äquivalenzrelation, dann werde ich sehen, dass da die Gabe C rauskommt, die Gabe der stetigen Funktionen. Und wenn ich dasselbe nochmal mit den Cauchy-Zahlen versuche, dann muss ich zunächst zugeben, dass ich die Antwort in allgemeiner Form nicht irgendwie schön einfach hinschreiben kann. Ich kann das nur sagen, falls x lokal zusammenhängt ist. Und dann kommt raus, nicht irgendwie wieder C oder sowas, sondern die konstante Garbe über den externen Cauchy-Zahlen. Weil ich auf den Unterschied hinaus will, schreibe ich das nochmal explizit hin. Also C von U hier, das sind alle Funktionen Phi von U nach R, und zwar übrigens in die Dedekind-Zahlen, die stetig sind. So. Dieses RC unterstrichen von U sind alle Funktionen von U, Phi von U nach in die Cauchy-Zahlen, sodass Phi lokal konstant ist. Beide Behauptungen muss man natürlich nachrechnen, und das ist auch gar nicht völlig einfach. Ja? Also es ist kein schlimmes Theorem, aber muss man halt schon machen. Wenn man nicht geübt ist, dann dauert es ein bisschen. Da ging die Proposition davor, die geht, das ist schon okay, das ist ein die wären Rahmen von einer normalen Übungsaufgabe. Jedenfalls sehen wir jetzt Folgendes. Stellt euch mal vor, dass wir klassische Metalogik erlauben. Dann gibt es aus klassischer Sicht keinen Unterschied eben zwischen RD und RC, zwischen den externen Konstruktionen hier für die reellen Zahlen. Und dann sehen wir aber, dass die Gabe C hier 1000-mal größer ist als die konstante Gabe RC. Denn hier unten sind nur die lokal konstanten reellwertigen Funktionen drin und hier sind alle stetigen drin. Und wenn ihr euch erinnert an das Kapitel über konstruktive Analysis, da hatten wir festgehalten, dass es immer eine Injektion gibt von den Cauchy-Zahlen in die Dedekind-Zahlen. Und wir haben angemerkt, ja, im Allgemeinen ist das kein ISO, im Allgemeinen ist es nicht bijektiv, man kann konstruktiv nicht zeigen, dass es bijektiv ist. Ja? Dann habt ihr das damals vielleicht wieder so für so eine konstruktive Subtilität empfunden. Ja? Weil wenn man zum Beispiel auch nur das abzählbare Auswahlaxiom dazuschaltet, dann wird es halt schon wieder bijektiv. Aber hier wird das aus dieser Subtilität jetzt ein Elefant. Ja? Weil man einfach sieht, wirklich, wirklich nicht alle stetigen Funktionen sind lokal konstant. Ihr habt damit automatisch auch eine notwendige Bedingung dafür, dass in so einem Gamm-Topos das abzählbare Auswahlaxiom gilt. Der muss auf jeden Fall mal so beschaffen sein, dass jede stetige Funktion, jede stetige reellwertige Funktion schon lokal konstant ist. Und das ist ja über den wenigsten topologischen Räumen X der Fall. Das ist zum Beispiel nicht für alle Räume, die man in der Differentialgeometrie untersucht, für Mannigfaltigkeiten und so weiter, das ist hart nicht der Fall. Ja? Es ist der Fall, wenn x zum Beispiel ein diskreter Raum ist und ihr das Auswahlaxiom in der Metalogik zu fügen habt, dann wäre es der Fall, ja? Aber sonst fast nie. Und ich finde, das tritt ganz schön zutage. Die Sache A hier hat übrigens noch einen sehr, sehr schönen örtlichkeitstheoretischen Beweis. Wenn die Zeit reicht, kann ich euch den vorführen. Das ist dann so ein Beweis, der nur zwei Zeilen lang ist und wo an keiner Stelle was passiert, aber plötzlich ist man fertig. You need a style. Jetzt müssen wir noch über eine Sache reden, bevor wir das Konstruktionskapitel abschließen können, nämlich welche Konstruktionen werden denn eigentlich von geometrischen Morphismen bewahrt?
Bemerkung. Folgende Konstruktionen werden von den zugrunde liegenden Funktoren in die umgekehrte Richtung zugrunde liegenden Funktoren wovon? Von geometrischen Morphismen, das waren die Art von Morphismen, die es zwischen Topoi gibt, bewahrt. So, das wird jetzt eine kleine Liste. Und beim ersten schreibe ich dazu als Ergänzung, was ich genau meine mit diesem Bewahren. X kreuz Y ist ein Beispiel für eine geometrische Konstruktion. Gemeint ist Folgendes. Sei F ein geometrischer Morphismus von Topoi, dann kann man doch Folgendes bilden, und zwar innerhalb der internen Sprache von E, ich deute das mit diesem Index an, kann man die Produktsorte bilden. Da kommt dann irgendein Objekt aus E raus. Ja? Dieses Objekt kann man nun in diesen Funktor f hoch minus 1 reinstecken. F, der geometrische Morphismus, verläuft von f nach e, sein zugrunde liegender Funktor verläuft von e nach f und trägt den Namen f hoch minus 1. Zum Vergleich, man könnte auch erstmal die beiden Dinger interpretieren, x und y, da kommen Objekte aus e raus. Jetzt könnte man die einzelnen zurückziehen und dann das Produkt bilden, das Produkt in f. Und die Aussage von diesem Bewahren ist jetzt eben, dass die beiden Objekte, die jetzt auf beiden Seiten stehen, dass die kanonisch zueinander isomorph sind. Es gibt einen gewissen kanonischen Morphismus von der einen Seite in die andere, der einem einfällt, wenn man kurz drüber nachdenkt. Und dieser Morphismus, der ist ein Iso. Ich mache dazu gleich noch ein konkretes Beispiel für einen konkreten geometrischen Morphismus. Ich will nur noch kurz auflisten, was es noch gibt. Also, kartesisches Produkt und allgemeiner auch beliebige endliche Produkte. Dann Koprodukt und übrigens auch unendliche Koprodukte, indiziert durch externe Mengen. Haben wir jetzt nicht bei der Sprache erlaubt, dass das geht, aber hätten wir machen können. Ich schreibe das hier also trotzdem mal dazu. Sowas. Dann N, die Konstruktion der natürlichen Zahlen. Und ja, Quotienten auch. Und vielleicht auch noch eine Sache, die ganz interessant ist. Menge der endlichen Listen mit Einträgen aus irgendwas, aus irgendeinem Groß X. Das sind alles geometrische Konstruktionen. Ich kann noch die Singleton-Menge hinzusetzen und die leere Menge. Okay, und Nicht-Beispiele gibt es auch. Die tue ich einfach mal hier so links dazu ergänzen. Nicht-Beispiele für geometrische Konstruktionen sind zum Beispiel Potenzbildung oder Hornbildung. Das sind die Paradebeispiele für Konstruktionen, die nicht geometrisch sind. Wir könnten auch noch sowas hinzufügen wie Dedekind, reelle Zahlen bauen. Cauchy auch. Z und Q wären wieder in Ordnung.
Denn wenn du eben in dein LR1-Skript reinschaust und schaust dir an, wie Z und Q definiert wurden damals, dann merkst du, das passierte nur mit Hilfe der Operationen, die hier auf dem rechten Teil der Staffel stehen. Und daher ist das eine geometrische Sache. Und damit können wir übrigens sofort auch diese Proposition hier beweisen, die obere der beiden. Also Beispiel. Sei Ausrufezeichen von E nach Z der eindeutige geometrische Morphismus. E irgendein Grotendiktopos. So. Dann wissen wir Folgendes. Wir können auch konstante Gaben konstruieren, das heißt dann M'. Das hat aber eine Beziehung zu diesem Ausrufezeichen-Morphismus. Das ist einfach so, ja? Das ist etwas, was ich hätte sagen können, vielleicht habe ich es auch gesagt, im Abschnitt über geometrische Morphismen. Das ist auf jeden Fall eine wahre Aussage. Wir wollen die jetzt verwenden, um schöne Beispiele zu sehen. Also sehen wir zum Beispiel Folgendes. Wenn wir, wir sehen zum Beispiel, dass wenn man die konstante Gabe Z nimmt, dass dann genau das rauskommt, was aus interner Sicht Z ist. Da Z die Konstruktion der ganzen Zahlen eine geometrische ist. Das geht irgendwie so. Z ist n kreuz n modulo tilde. Ja, also das Bewahren, das drückt jetzt genau diese Sache aus. Und dass RD, die Konstruktion von RD, nicht geometrisch ist, die überrascht uns nicht weiter. Denn wenn die geometrisch wäre, dann wäre bei der Proposition hier unten, bei A, die Antwort immer, dass die Interpretation von RD die konstante Gabe RD wäre. Und das ist meistens falsch. Ja, es kommt halt tatsächlich die Gabe C raus. In manchen Fällen, für manche Räume, könnte C dasselbe sein wie die konstante Gabe RD, aber meistens nicht. Das ist nur ein Beispiel. Anderes Beispiel, das mache ich jetzt nur für die Leute, die schon wissen, was der Halm von einer Garbe ist. Sei P vom einpunktigen Topos nach E ein geometrischer Morphismus. Also sei in P ein Punkt von E. Dann vertauschen geometrische Konstruktionen mit Halmbildung. An welchem Punkt? Bei P. Denn Halmbildung bei P ist dasselbe wie Zurückziehen längs P. So, und das ist jetzt ziemlich mächtig, denn wenn ich jetzt also intern irgendeine Konstruktion ausführe und ich mich frage, welche Gabe kommt denn da raus, da ist es häufig gut, als um einen ersten Überblick zu bekommen, sich zunächst mal zu orientieren, zu sehen, was dann die Halme von dieser Gabe sind. Weil man ja zumindest als Motto hat, das ist eine falsche Aussage, aber man hat das trotzdem als Motto, dass eine Gabe bestimmt wird durch ihre Halme. Da ist es gut, ihre Halme zu kennen. Okay, und wenn die Konstruktion jetzt eine geometrische war, dann weiß man, die Halme ergeben sich einfach dadurch, dass ich die Konstruktion nochmal durchführe, aber diesmal einfach im Topos der Mengen, das heißt einfach in gewöhnlicher Mathematik.
Und da weiß ich, was rauskommt. Da kann ich das sofort überblicken, weil ich jahrelang Training da drin habe. Daher ist das ganz praktisch. Ja? Wir könnten noch ein ganz schnelles Nicht-Beispiel sehen, um zu illustrieren, dass diese Potenzbildung eine nicht, also keine geometrische Konstruktion ist. Ich kann doch Folgendes machen. Ich nehme die ganz normale Potenzmenge von der ganz normalen einelementigen Menge. Gut. Davon könnte ich jetzt die konstante Gabe machen. Das ist dasselbe wie eben zurückziehen mit diesem Ausrufezeichen. So, wenn die Konstruktion, die jetzt hier steht, nämlich Potenzmenge über der einelementigen Menge bilden, geometrisch wäre, dann käme dasselbe raus, stimmt dann aber nicht, wie wenn ich intern in dem Zieltopos des Rückzugs, also E, diese Sorte konstruiere. Das ist aber halt meistens, also manchmal schon, aber im Allgemeinen völlig falsch. Diese Gabe, die da rauskam, hatte noch einen Namen, das war Omega E. Und jetzt zum Beispiel für den Fall, dass E der Topos der Gaben über eine Örtlichkeit ist, das mal betrachtet, sehen wir, dass die globalen Schnitte von dieser Gabe alle offenen von der Örtlichkeit sind, also sehr, sehr viele. Aber die globalen Schnitte von dieser konstanten Gabe, das werden nur sein, was auch immer die lokal konstanten Funktionen von der Örtlichkeit in die ein Element, in die, das werden, sorry, das werden was sein, was auch immer die lokalkonstanten Funktionen sind von der Örtlichkeit in diese Potenzmenge, die hier dran steht. Wenn wir zum Beispiel noch klassische Metalogik nehmen, ja, dann enthält diese Menge einfach zwei Elemente. Und für die allermeisten Örtlichkeiten wird es halt so sein, dass es viel, viel mehr offene gibt, also globale Schnitte hiervon, als es lokale Konstantfunktionen gibt in die zweielementige Menge. Wenn der Raum zum Beispiel zusammenhängt ist, dann gibt es sowieso nur zwei lokal konstante Funktionen, nämlich halt die, die konstant das eine ist und die konstant das andere ist. Das heißt, diese Gabe hätte zwei globale Schnitte und die da hinten so viele, wie es halt offene gibt. Danke sehr. Nicht ganz richtig, die war schon geschlossen. Die Potenzmengenklammer musste geschlossen sein. Okay. Okay. Als nächstes würde ich gerne Topos-Theorie innerhalb von Topos-Theorie machen. Denn was ist besser als normale Topos-Theorie? Interne Topos-Theorie. So, da könnte man jetzt lange ausholen und dann mindestens ein Semester damit füllen. Machen wir jetzt nicht. Wir reduzieren es ein kleines bisschen, aber es ist immer noch extrem spannend und wird praktische Anwendung haben. Epsilon 1. Kannst du nicht Epsilon 0 plus 1? Nein, Epsilon 0 plus 1 hatte ich schon. Weiß ich auch. Epsilon 0 plus 2 wäre, glaube ich, noch frei. Aber der Abschnitt, der jetzt kommt, hat es verdient, einen Sprung zu machen. Nein, der hat es wirklich krass verdient. Ja. Interne Topos-Theorie. Ja, das wäre, wenn wir das nicht runterkochen würden auf Örtlichkeiten. So, wir müssen ein paar Sachen definieren, aber es wird alles Spaß machen. Nämlich interne Örtlichkeiten, interne Kategorien, interne Garben. Ja. Definition. Eine interne Örtlichkeit in einem Topos E besteht aus einem Objekt L für Lattice, L von E, und einem
Unterobjekt, was wir kleiner gleich nennen, in L kreuz L. Denkt euch also das gleich, um die Definition gut zu verstehen, gleich für den Fall, dass E der Topos der Mengen ist. Dann steht hier, eine Örtlichkeit besteht aus einer Menge L und einer Teilmenge, die wir kleiner gleich nennen, vom Produkt L kreuz L, sodass aus Sicht der internen Sprache von E die Axiome an der Örtlichkeit oder an den Rahmen erfüllt sind. Also dieses Pärchen, lass mal Informatiker sein, das Pärchen erfüllt die Rahmenaxiome. Das waren irgendwelche Axiome, die können wir jetzt in der internen Sprache interpretieren und dann soll das halt gelten. Ja? Das ist eine interne Örtlichkeit. Kurz nachdenken, von welcher Gestalt waren die Axiome? Haben wir die interne Sprache wirklich so weit entwickelt, dass wir jedes einzelne der Axiome auch ausdrücken können? Ja, können wir. Der schwierigste Fall war das Axiom, dass beliebige Suprema existieren sollen. Also da gibt es zwei Möglichkeiten, die zu formulieren. Die sind gleich gut und die eine können wir interpretieren. Die eine Möglichkeit, Suprema, die Existenz von beliebigen Suprema zu formulieren, wäre wie folgt. Für alle Elemente der Potenzmenge, also für alle Teilmengen, existiert ein S wie Supremum. Und jetzt schreibe ich halt die Eigenschaft hin, die ich vom Supremum erwarte. Das sind zwei Stück, nämlich erstens, für alle x aus L gilt, wenn x aus M ist, dann ist x kleiner wie s, kleiner gleich s. Und zweitens, wenn ich ein Möchtegern-Supremum habe, was auch diese Bedingung erfüllt, dann ist das echte Supremum S, aber bitte sehr kleiner gleich wie S-Schlange. So. So, das ist eine Möglichkeit, die Existenz von beliebigen Suprema zu formulieren. Und wenn ihr durchgeht, was hier vorkommt, seht ihr, wir haben alle sprachlichen Mittel haben wir verstanden intern. Insbesondere halt jetzt die Potenzsorten. Deswegen haben wir das gemacht. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit, wie man auch Vollständigkeit formulieren könnte, nämlich nicht, indem man sagt, jede Teilmenge von Elementen soll ein Supremum haben, sondern jede Familie von Elementen, wobei die Indexmenge eine beliebige Menge sein kann, soll ein Supremum haben. Das würde dann also anfangen mit für alle Indexmengen i und für alle Funktionen von i nach l, eben Familien, ne, die jeden kleinen i, irgendein Element aus l zuordnen. Und dann genauso weiter wie vor auch. Ja? Gibt es ein S aus L, bla bla bla. Man muss halt die entsprechenden Sachen dann umschreiben. Okay, und diese Vollständigkeitsbedingung, die können wir momentan nicht in die Sprache umsetzen, weil wir hier eine unbeschränkte Quantifikation haben. Es gibt zwei Auswege aus dem Dilemma. Entweder definieren wir halt, dass die offizielle Definition der Vollständigkeit diese Rechte ist. Dann haben wir gar kein Problem. Oder wir erweitern die interne Sprache, sodass wir auch über solche Quantoren sprechen können. Und dann haben wir auch Axiome noch dazu für diese neuen Quantoren. Und in konstruktiver Mathematik kann man zeigen, dass diese beiden Bedingungen äquivalent sind. Und so wäre es dann eben auch in der internen Gabensprache, in der Topsprache, so dass es dann wieder keine Rolle spielen würde, welche Definition man nimmt. Jedenfalls ist das eine interne Örtlichkeit. Ja? Genauso könnte man jetzt noch definieren, was ein Morphismus von internen Örtlichkeiten ist. Das überlasse ich euch. Als nächstes können wir definieren, was eine interne Kategorie ist. Notiere ich das noch dazu. Eine interne Örtlichkeit in Z ist dasselbe wie eine gewöhnliche Örtlichkeit.
Mit dasselbe meine ich, es gibt eine kanonische Kategorie Niklens zwischen der Kategorie der internen Örtlichkeiten und der Kategorie der echten Örtlichkeiten. Gut, Definition. Was ist eine interne Kategorie? Entschuldigung, du musst das nicht nochmal fotografieren, aber ich habe dir das nicht vergessen. Eine interne Kategorie in einem Topos E. Das soll jetzt die Vorstellung von kleinen Kategorien fassen. Ja? Besteht aus welchen Sachen? Einem Objekt D0 von E. Einem Objekt D1 von E. Das D0 stellen wir uns vor als Menge der Objekte der Kategorie. Die Kategorie heiße D, ich kann sie nicht C nennen, weil C immer unser Situs ist. Und das wäre die Menge aller Morphismen in D. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Morphismen. Zum Beispiel muss ich ja für jedes sogenannte Element von D1, das soll ein Morphismus sein, wissen, was seine Quelle und sein Ziel ist. Ja? Also Morphismen Domain und Codomain, so nenne ich die, von D1 nach D0. Jetzt hätte ich besser auch Identitätsmorphismen. Also brauche ich eine Identitätsmorphismen erzeugende Funktion, die macht aus jedem Objekt einen entsprechenden Morphismus. Und was jetzt natürlich noch fehlt, fundamental für die Kategorie, die Verkettung. Ja? Also ein Morphismus von D1 kreuz D1 nach D1 macht aus zwei Morphismen einen neuen. Aber ihr wisst ja, man kann nicht je zwei Morphismen miteinander komponieren, sondern nur so, wenn Ende und Anfang übereinstimmen. Ich brauche, dass das Target von dem ersten Morphismus gleich der Domain von dem zweiten ist. Und das mache ich durch das Faserprodukt hier. Das ist der Codomain-Morphismus und das der Domain-Morphismus. Und so wie ich es jetzt gerade mache, ist das nicht die Verkringelung, sondern die Verprähung. Ja? Stellt euch vor, wie das in Z wäre. Ich schreibe das kurz hin. Angenommen, der Topos E wäre der Topos der Mengen, dann stünde da jetzt Folgendes drin. Das wären Paare, bestehend aus einem F und einem G, sodass also F und G beide aus D1 stammen. Und sodass die Codomain von F, also das Ziel, gleich der Domain von G ist. Und solche Dinge weiß ich ja zu verketten. Was mache ich, wenn der Topos nicht der Topos der Mengen ist? Habe ich dann auch eine anschauliche Interpretation von diesem Faserprodukt, insbesondere für all die Leute, die Faserprodukt noch nicht so kennen? Antwort, ja, habe ich. Ich kann nicht sofort erzeugen. Ist überhaupt nicht schwer. Ich setze das einfach in Interpretationsklammern. Fertig. Ja, also wenn ich das interpretiere mit der internen Sprache, ich bin hier ein bisschen unsauber damit, ich müsste das weiter links schreiben, dann kommt genau dieses Faserprodukt raus. Also das ist eine Möglichkeit, das Wort Faserprodukt jemandem zu erklären, der nicht weiß, was das kategorielle Faserprodukt ist, aber die interne Sprache von einem Topos kennt. Vor dieser Vorlesung waren das null Menschen auf dieser Welt. Gell? So, jedenfalls sind das all die Daten, die eine kleine Kategorie ausmachen. Und jetzt sollten noch Axiome gelten, gell? Und die kann ich aber auch formulieren. Mit dem, was ich an der Hand habe.
Also, so dass aus Sicht von E die Kategorienaxiome gelten. Ich mache da nur ein Beispiel. Ihr kennt die Kategorienaxiome selbst. Zum Beispiel möchten wir Folgendes haben. Für alle kleinen x aus D0 soll die Domain von, wir müssen diesem Morphismus noch einen Namen geben, ich nenne den i, die Domain von i von x soll x sein und die Codomain auch. Denkt dran, was die anschauliche Iteration von dem i ist. Anschaulich bildet die dir ein Objekt, was ich normalerweise immer groß x schreibe, auf den Identitätsmorphismus bei groß x ab. Und davon die anschauliche Iteration wäre eben, dass ein Tupel fg abgebildet wird auf f'g. Und gut, wenn wir schon dabei sind, können wir hier auch nochmal das mit der Domain hinschreiben. Domain würde eine Funktion f, ein Morphismus f von x nach y auf x abbilden und Codomain halt entsprechend auf y. Okay, und dieses Axiom drückt dann halt aus, dass die sogenannten Identitätsmorphismen zu jedem Objekt wirklich bei x starten und enden. Und dann fehlen halt noch ein paar weitere Axiome, die zum Beispiel die Assoziativität ausdrücken und so weiter und so fort. Das ist eine interne Kategorie. Und ein Beispiel wäre eine interne Kategorie in Z ist dasselbe wie eine gewöhnliche kleine Kategorie. Ja, mit einem Objekt, mit einer Menge von Objekten und einer Menge von Morphismen. Kleine Kategorie. Wir haben aber auch ein interessanteres Beispiel. Ihr wisst doch, dass man aus einer gewöhnlichen Örtlichkeit, x, dass wir daraus eine Kategorie gewinnen können, nämlich die Kategorie der offenen. Das kann ich auch für interne Örtlichkeiten machen. Kriegt dann eine interne Kategorie. Ist L oder ist L ein interner Rahmen? Also halt etwas, was wie da oben definiert wurde. Ja. Ist L ein interner Rahmen? So gibt es die induzierte interne Kategorie der offenen von L. Da sollte ich jetzt, irgendwo sollte ich x schreiben, ja, weil wir wollen ja, also eine Örtlichkeit ist gegeben durch den zugrunde liegenden Rahmen. Lasst mich das so schreiben. Ist x eine interne Örtlichkeit mit L als zugrunde liegenden internem Rahmen, so gibt es die induzierte interne Kategorie der offenen von x, nämlich, so lasst uns alles explizit angeben, bei Punkt 2 werdet ihr eine kleine Überraschung erleben, wir müssen das Objekt der Objekte angeben, also mit Index 0 dran. So, wie waren das nochmal? Was waren denn die Objekte von der Kategorie der Offenen? Naja, das waren die Offenen. Also die Elemente von L. Also nehme ich L her. Okay, und was war nochmal die Gesamtheit aller Morphismen in der Kategorie der Offenen? Wenn wir zwei Offene hatten, U und V, dann gab es doch genau einen Morphismus von U nach V, die hieß dann Sternchen, wenn U kleiner gleich V ist. Insgesamt gibt es also genau so viele Morphismen in der Kategorie der Offenen, wie es kleiner Gleichbeziehungen in dem Rahmen gibt. Immer wenn U kleiner gleich V ist, haben wir einen Morphismus. Welche Menge enthält denn all die kleiner Gleichbeziehungen? Naja, das ist die Relation, die Partialordnung, die wir drauf haben. Und bei der früheren Definition oben hieß die kleiner gleich. Das ist ja wirklich
Also das ist ein Unterobjekt von L kreuz L und wir nehmen halt das. Ja? Und der Morphismus DOM, der die Domain zuordnet, das wäre dann einfach folgender Morphismus. Der startet also bei kleiner gleich, geht dann weiter nach L kreuz L, das war Teil des Datums von einem internen Rahmen, und geht dann mit der kanonischen ersten Projektion Pi 1 nach L. Codomain ähnlich, anderen Sachen gebe ich nicht an, Axiome rechne ich nicht nach. Also jetzt sind wir in der Lage, Örtlichkeitstheorie und Kategorientheorie, zumindest kleine Kategorientheorie, intern in einem Topos zu betreiben. Ja, gibt es so pseudomäßig. Also die Frage ist, warum ich das P1 nenne und nicht First. Weil ich First ein bisschen reserviert hatte für entweder diese Termkonstruktoren oder diese mengentheoretischen Projektionsabbildungen. Jetzt meine ich halt das, die kategorielle Projektion auf den ersten Herbst. Besonders wird all das hier zum Leben erweckt, wenn man dann wieder extern interpretiert, was dabei passiert. Weil unterm Strich sind wir ja nicht interessiert an Mathematik in einem bestimmten Topos, sondern wir machen das aus praktischem Nutzen. Ja? Ich will dann irgendwie extern will ich Resultate in der algebraischen Geometrie oder sowas haben. Und da wird es unter anderem folgende Proposition geben, schon ein paar Mal angeteasert, nächstes Mal werden wir sie beweisen. Die Kategorie der internen Örtlichkeiten in dem Gabentopos über eine Örtlichkeit x ist äquivalent zur Scheibenkategorie der Örtlichkeiten über diesem x. Also aus jeder internen Örtlichkeit im Gabentopos über x können wir eine Örtlichkeit machen, eine ganz normale, die über x sitzt, die mit einem Örtlichkeitsmorphismus nach x hineinkommt. Okay, aber jetzt will ich gerade noch in den verbliebenen 4 Minuten definieren, was ein interner Funktor ist. Wenn es nur darum ging, einen Funktor zwischen kleinen Kategorien zu definieren, also einfach Funktor zwischen internen Kategorien, dann wäre das kein Problem, dann könntet ihr das euch selbst auch herleiten, was die Definition wäre. Aber ich will es eine Stufe spannender machen. Ich will ja dann über Gaben reden. Und deswegen definiere ich jetzt, was ein Funktor nach Set ist. Und beachtet, Set ist keine kleine Kategorie. Deswegen braucht das eine separate Definition. Ein Funktor nach Set über oder von aus einer internen Kategorie D in einem Topos E besteht aus, wie stelle ich mir das jetzt vor? Stellt euch vor, E wäre der Topos der Mengen und wir hätten wirklich einen ganz normalen Funktor von der Kategorie D in die Kategorie der Mengen gegeben. Dann könnte ich ein gewisses Objekt bauen, was ich F0 nennen würde. Und zwar, indem ich mal alle Objekte klein d aus groß g durchgehe und dann jeweils diese Mengen F von D aufvereinige, disjunkt. Dadurch verliere ich nichts. Ich kann die Werte von dem Funktor auf Objekten wieder rekonstruieren. Denn wenn ich mir noch was merke, nämlich wenn ich mir noch die kanonische Abbildung wieder in die Menge der Objekte, vielleicht sollte ich das hier so schreiben, oder also die Menge der Objekte und hier vielleicht auch, wenn ich mir den merke, der eben so ein Element hiervon, das ist ja ein Paar bestehend aus irgendeinem kleinen d, einem Index und einem Element hiervon, auf das d schickt. Also so kann ich die Wirkung von f auf Objekten rekonstruieren. Und Morphismen machen wir gleich, aber das nehme ich als Ausgangspunkt für meine interne Definition. Also besteht aus einem Objekt F0 von E, einem Morphismus von F0 nach D0 und den nenne ich
Den nenne ich auch D, das hat aber nichts mit der Kategorie zu tun, sondern ich nenne den D für Display Map. Aus Gründen, die ich nicht erkläre. Und jetzt vielleicht noch das Interessanteste, ein Funktor wirkt ja, ja. Also wenn ich ein U aus f von d habe und ein Morphismus klein f von d nach d', dann kriege ich doch ein f von u. Das muss ich auch angeben, ja. So, aus welcher Menge stammen denn jetzt diese Eingabedaten für diese Operation? Naja, die stammen aus F0, Kreuz, Menge der Morphismen von D, D1, aber nur so, dass es passt. Ja, ich darf ja nicht einen beliebigen Morphismus hier hinschreiben, wenn das klein u aus F von D ist. Ich muss einen Morphismus reinschreiben, dessen Domain D ist. Das heißt, ich mache hier nicht das Produkt, sondern das Faserprodukt über den 0. Die Abbildung hier ist das D von dort eben. Das ist die Domain-Abbildung. Und dann geht es weiter. Was kommt denn raus? Es kommt wieder irgendein Element von einem der vielen f von so und so viels raus. Also wieder ein Ding aus f0. Da sind schon alle Daten. Und jetzt so, dass die Axiome erfüllt sind. Ja, bitte? Frage, oder? Okay. Ein Beispiel noch für eines der Funktor-Axiome. Zum Beispiel nennen wir das, diese Abbildung hier M, diesen Morphismus. Will ich haben M von U, I von D von U, ist wieder U. Das will ich haben für alle U aus F0 und für alle, ja, das war's schon. Das drückt dann nämlich gerade aus, dass wenn man den Unitätsmorphismus auf U anwendet, auf D von U, auf irgendein Element von U, dass dann wieder dasselbe U rauskommt. Okay, also das ist ein interner, ich hätte ihn noch intern dazu schreiben sollen, ein interner Funktor nach Set. Und jetzt haben wir, womit wir nächstes Mal direkt weitermachen können, ist, dass wir definieren, was eine interne Garbe über eine interne Örtlichkeit ist. Das wird halt ein interner Funktor sein, der das Gabenaxiom erfüllt. Ja, und dann haben wir eine Kategorie von internen Gaben, die können wir dann in Beziehung setzen zu einer externen Sache und so weiter. Und es wird noch ganz spannend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung fürs Überziehen.